Hey ihr Karpfengesichter, willkommen zurück zu Resident Evil 8 Village in Third Person mit Ethan, der einfach zu schüchtern ist für die Kamera. Na gut, wir sind gerade bei Lady Beneviento. Und guck mal, was wir hier haben. Geht das mit dem Nee, warte, wir brauchen erstmal einen anderen Schlüssel. So, wir nehmen uns erstmal hier das Teil. Nö. 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 Was? Wo ist meine Waffe? Ja, natürlich erstmal schön, dass ihr aufs Video geklickt habt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß, auch wenn ich das ja schon mal gespielt habe. So, warte mal. Hier. Das ist, glaube ich, die drei geschlossenen Augen. Hier war das der Eierhals, war es hier. Der Rabe, der nach rechts flog. Oh, ich habe gerade was Zuckerhaltiges getrunken. Mir geht direkt wieder der Eierhals los, meine Güte. Oh nein, Mia. Hä, was war denn mit dem Blickwinkel? Warte. Hä? So. Und da sind immer nur die drei Symbole, also das Symbol mit den drei Augen. So, warte mal, ich weiß doch gar nicht, was man hier suchen muss, Mensch. Da ist der Schlüssel. Yay, der Silberschlüssel. Ja, was am Bein vielleicht? Noch ein Aufziehschlüssel. Warte mal, hier brauchen wir was mit wie eine Schere, genau. So, und hier. Der Ring. Komm jetzt. So, der blutige Ring. Hier sehen wir, glaube ich, nur den Raben, der nach rechts fliegt. Genau. Das Bild Diese von Mia. Puppe ist Mia? Ja, wer denn sonst? Sieht man doch auf, wen es darstellen soll. Und hier den Ring. Da kriegen wir jetzt, glaube ich, nur den Namen oder sowas. Muss man aber alles nicht machen, wie gesagt. Wenn man weiß, was man tun muss, dann... So, warte mal. Ehering untersuchen. Ja, also nehmen wir den Namen. 5. Also 29.05.2011. So, das war es eigentlich schon, oder? So, 5. Der Wein. Ich finde den Abschnitt hier so richtig eklig, assig. Aber genauso soll es ja auch sein. Na was? Ein Erinnerungsstück an meine Zeit mit Ethan, leider spielt sie nicht mehr. Wie kommt die hierher? So, dafür brauchen wir jetzt den Aufziehschlüssel. Warte, die kommt so. So, ne? Oh. Irgendwas stimmt nicht. Die spielt nicht. So war das. So, müsste jetzt passen, oder? Die Figuren sehen voll komisch aus oben. Guck mal, die haben beide so eine hohe Stirn irgendwie.
Nice forehead, bra. So. Was kann ich jetzt mit der Pinzette nochmal? Lass, dass man ihn beim Quickturn nicht mal sieht. Ja. Nee, warte, mit der Pinzette kann ich ja jetzt aus dem Mund was rausholen, oder? Ja, ne? Hey. Pinzette. Ein Filmstreifen. Ethan darf es nicht erfahren. Was denn? So, und jetzt? Rose, bester Freund auf der ganzen Welt. Diese Geschichte liebt sie. Das Wichtigste in unserem Leben. Ein Hochzeitsgeschenk von Oma und Ethans Beweis für ewige Treue. So, warte mal. So. Was da? Ist das richtig? Könnte sein, dass was falsch ist noch. Ich glaube, das war richtig. Direkt. First try, bitch. Wobei das auch... Ich finde das auch einen der traurigsten Spielabschnitte ein bisschen wegen dem armen Babes. Jo, das war wohl richtig. Also mit... Wegen mir hätte man so ein ganzes Spiel füllen können. Mit sowas hier, mit so einem Rätselteil. Ach. Puppen, ey. Schnipp, schnipp. Na komm. Tu mir den Gefallen. Bitte, Ethan, hör mir zu. Ich wollte es dir nicht verheimlichen. Mia? Ich wollte dich nicht nochmal verlieren. Ich hatte Angst um unsere Familie. Mia, wovon redest du? Ich liebe euch beide. Über alles. Ich musste... Ich musste es tun. Ich musste den ganzen Kartoffelsalat essen, Ethan. Es tut mir so leid. Hätte nicht so gierig sein sollen. Hast du aber. So. Habt ihr gesehen? Da ist eben eine Gestalt. Ja, okay. Dass wie einem das immer erst so spät auffällt dann, wenn man es schon mal gespielt hat. So, dann schnipp, schnipp. Was hat er denn in der Brust? Ja, die Platte. Ah, so gruselig. Das erste Mal hier ist. Das ist richtig mies. Er kann fliegen. Mal schön so Samara im Brunnen absteigen. Oh, jetzt kommt der beste Teil im Spiel. Das ist so schön. Diese elendig lange Schnur hier. Ah, hallo Baby. Das ist so traurig. Es will doch nur spielen. Lauf einfach vor ihm davon.
Ah, ach, warte mal. Sorry, Baby. Aber ich habe keine Zeit. Ah. Da. Okay. Ich glaube, es geht gerade weg. Boah. Alter. Boah, das ist der gruseligste Teil im ganzen Spiel. Das ist ja eigentlich kein Horrorspiel mehr. Es ist halt reine Action teilweise, ne? Aber es ist so unheimlich mit dem Baby. Sag mal die Taschenlampe an hier. Ah! Das freut sich so, weißt du? Mach jetzt! Das finde ich auch so schlimm, DLC mit Rose, weißt du, das ist so ein schlimmer Part eigentlich, wenn die... Na, wenn dann die Puppe kommt. Da. Aber schnell, Baby kommt. Yikes. Das nochmal jetzt. Das ist eine meiner Lieblingsstellen jetzt hier. Ganz speziell das. So traurig. Es wollte nur spielen. Wahrscheinlich hat es noch nie einen Spielkameraden gehabt, das arme Baby. Es wollte mich da einfach nur auffressen, so ganz lieb und süß. Hi. Ja? Geh nicht. Ich lass dich nicht. Ach so. Sag bloß, du lebst noch. Du findest mich besser schnell, bevor meine Freunde dich kriegen. Tick-Tack, wir spielen um dein Leben. Warte! Na los, such mich. Zum ersten Mal ist sie, glaube ich, immer an derselben Stelle. Wenn
wenn es Rose nicht gäbe, dann wäre alles... Scheiße, Monster! So, jetzt ist es so ein bisschen Glückssache, wo sie sein könnte. Entweder hier sitzt sie. Hier sitzt sie nicht. Okay. Hier ist sie. Haha. Ich kenne alle noch eine Stecke drum, Mistvieh. Gehst du mit Rose auch so um? Musik auch. Du kommst hier niemals lebend raus. Blöder Idiot! Wer tut unschuldigen Puppen so etwas an? Und sage einfach weiter reinstechen, nicht warten, bis sie ausspricht. Einfach rein. Was das? Mia, ich bieg das wieder hin. Was? Gut. Jetzt nichts wie raus hier. Ah? Wunderbar. Nummer zwei. Ja, also. Gibt leider überhaupt kein Geld, der ganze Abschnitt. Das ist alles einfach nur Sachen sammeln und dann weiter. So, aber es gibt noch eine ganze Menge Schätze, die will ich natürlich alle holen. Interessant. Guck mal, wenn ich mit dem Mausrad so... Okay, ich hab's Messer übersprungen. Das ist doch nicht so interessant. Ich weiß immer noch nicht, ob ich die 1911er nehmen soll oder die normale Dilemmi. Aber ich habe für die Lemmy auch noch gar nicht die ganzen Upgrades, oder? Doch. Sieht's halt noch nicht. Ich habe den Kompressor vorne drauf, ich habe das Magazin und ich habe den Schlitten oder was es ist. Auf, nee, den Anhänger noch wahrscheinlich. So. Schnell zurück. Wie, nix? Was war das denn? Oi, oi, oi. Alle beste Schrottwände. Oh oh. Das ist ja mal gelohnt, hä? So. Wie gesagt, die Lemmy ist eigentlich schon ganz geil. Ich werde sie noch ein bisschen nutzen, aber ich glaube, die 1911 hat einfach so das größte Magazin, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, die W-Tac finde ich auch nicht so geil. Die W178. W870 Tac, so heißt sie. Tactical wahrscheinlich. So, noch ein Brunnen.
Zeit, wo das Kurbelton und sie hinten noch die Sachen. Das Bild eines seltsamen Vogels haben wir ja schon gemacht. Und der Puppenkorb. Jetzt können wir endlich die Dinger kombinieren. Ne, warte, ist ja bei Schätzen. Okay. Und hier können wir jetzt noch. Jo. Das Teil holen. Die Dinger bis auf eins eigentlich ganz einfach. Die sind nicht so schwer. Ich glaube, sollen sie auch nicht sein. Die sollen nicht irgendwie frusten, sondern belohnen. Uiuiui. Onyx. Geigenbauers. Ja, 10. November, Mutter Miranda hat Dingens adoptiert. Gut, so, da haben wir alles. Ist jetzt nicht hier Gegner wieder? Ich die Schätze hole? Nee, irgendwie. Achso, ja, die kommen später nochmal. Ich muss ja nochmal dahin, weil ihr habt ja gesehen, da unten ist noch ein Schatz zu holen. Ach, ihr wisst ja, wie es läuft. Ich muss das nicht erklären. Ah, das ist auch cool. Da unten die Viecher. Aus dem Schloss Dimitrescu fliegen alle durch. Jetzt mal verrücken, bitte. Das ist ja unmöglich. Hoch. Hallo. Mal kurz geruckelt. Okay, gehen wir nochmal hoch. Ich habe keine Pistolenschuss mehr. Hoppala. Au. Blödsau. Hat auch keine Schuss mehr. Ärgerlich. Sollte eigentlich jetzt nicht wieder dahinter gehen mit so wenig Schuss, wenn ich jetzt da was hole, um das Rätsel zu lösen. Kommt dir das vielleicht bekannt vor? Dein Gesicht. So. Mal gucken, dass alles, was ich verkaufe, nicht irgendwie kombinierbar ist. Ja genau, die Halskette mit zwei Fassungen. Fräulein Madalina. Onyx-Schädel. Dieser Pokal. Davon willst du dich trennen? Nein, nein, ich kaufe es dir gerne ab. So, warte mal hier. Habe ich leider nichts, kein Wild. Nicht, habe ich nicht, habe ich nicht. Hier, erlesenes Wild. Ah. Danke. Die Ciorba de Pork. So, hier kann ich noch End- und Explosivgeschosse kaufen. Wusste ich doch, dass dich das interessieren würde. Was ist denn noch Neues? Pistolen, ne? Die Samurai Edge. Ah, hier, verbesserte Kolben und verbesserter Griff. Mindert den Rückstoß für die Pistole. Freust du dich drauf? Jo.
Ja, die F2-Rifle, Spezialzubehör für die... Oh, das mehrere. Ja, nehmen wir mal mit. Wenn ich deine Waffen verbessern soll, sag einfach Bescheid. Ja, ich glaube, ich werde auf die 1911er gehen. So, auf jeden Fall die Überlass Feuerkraft. Aha. So, machen wir mal ein bisschen größer die Waffe. Wir verkaufen, glaube ich, mal die Lemi und die W870 Tactical. So. Bin ich jetzt drin? Nee. Bestätigen. Achso, mit F. Keine Sorge, du kannst es jederzeit zurückkaufen. Ja, ja, für teuer Geld, ne? Ich glaube, das reicht, oder? Schönen Tag. Sehr gut. Also die Schrot finde ich halt besser als die andere Schrot. Warte, hier schließen wir später auf. Ich gehe erstmal zur Hütte des Geigenbauers. Das läuft schon wieder so komisch. Aber ich habe 60 Frames. Los, Spiel. Außer Faxen. Weiß ja auch nicht, was das soll, Leute. War ich total jetzt der dumme Umweg, den ich gegangen bin? Wenn ich so drüber nachdenke. Hier durch. Der war echt kein großer Umweg. Hier ist die Hütte des Geigenbauers. Hier. Sind hier, Schlüsselverwahrung, wer den braucht. Ja, genau. Lass ich bitte melden. Ja. 16. Warte mal. 8.10. Geburtstag, ne? Ja. Ne. 27.09.2017. Das ist das Passwort. Ich weiß gar nicht mehr, welches Format es war. Nee. War das das amerikanische Format? Nicht? Ja, falsch. Auf! Erweitertes Magazin für die F2 und... Ein Stahlgewehr. So, sehr gut. Und ein Gelbquarz auch noch dazu. Was ist das? Truptika. Modellnummer irgendwas. Ah. Hier ist noch was. Jetzt ist weg. Wie geht das Geruckel auf den Keks hier? Was soll denn das? Bitte. So, warte mal. Das ist nur ein Schatz, oder? Sehr wertvoll. Wo kam ich denn jetzt noch die zwei, da gab es ja noch die zwei Steine. Ach nee, warte mal, ich glaube, ich weiß, wo ich die herkriege.
Hier wäre es am schnellsten gewesen, aber ist auch wurscht. Aha. Oh oh. Ah, diese Aufnahme gerade, ne? Es läuft so ruckelig. Ah, ich werde mal ganz kurz die Aufnahme neu starten. So, ich glaube, jetzt ist besser. Ich bin auch so ein Honk. Ich habe mir nicht angesehen, was die Spezialfähigkeit der D870 Tech ist. Hätte ich das mal lieber gemacht. Ab Wurst. So, jetzt haben wir nämlich die diese Platte, die wir brauchen. Mir den Schatz zu holen. Du willst dich nur umsehen. Du willst dich nur umsehen. Blablabla, Mr. Freeman. So, wertvoll. Sehr wertvoll. Hier, warte, hab ich? Okay. Oho, was bringst du mir denn da Schönes? Warte mal, ich muss mal ganz kurz schauen. Was ist hier? Weite Streuung. Ah, nee. Schuss. Gut, dass ich die nicht genommen, also dass ich die jetzt auch nicht benutze. Ein gutes Geschäft, das muss ich schon sagen. Mhm. Alles für dich. Nicht für mich. Oh, ich habe sehr viel Scharfschützenmunition, das ist gut. Und ich habe das Magazin jetzt mal noch nicht benutzt übrigens. Dass das Magazin halt größer wird, weil ich glaube, das macht mir auch wieder alles voll. Deswegen werde ich das jetzt erstmal leer schießen und dann kombinieren. Habe ich ja eben vor der Aufnahme... Oder in der Aufnahme leider schon gemacht. Aber ich hoffe mal, das vergrößert es jetzt. Aber dass jetzt überall hier Gegner kommen, oder? Nee. Aber hier ist was Neues. Wild. Ja, wild. Das? Ja, war nur eine. Schwarze Ziege. Warte. Ja. Oh. Alter, ich dachte, der haut den anderen mit weg, aber nee. Oh, shit. Ich hab keine Heilung mehr. Keine Heilung hier. Ah! Oh. Scheiße. Oh nein! 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 Okay. Oh, so eine Kacke. Ich wollte gerade noch die Heilung nehmen und dann, ja. Oh, dieses dumme Schwein. Giants Chalitz. Er ist auch recht schnell für seine Größe. Oh ne, wo bin ich denn jetzt? Ah. Egal, ich muss erst mal zurück.
Oh, und shit. Hat ja mal nicht so viel gebracht. Also das Scharfschützgewehr in den Kopf direkt. Diesmal habe ich mehr Erstheilung. Rot. So. Wie viele Minen habe ich euch? 4 Minen. Und 5, 6 Rohrbomben. Geil. Ja, da weiß ich, was ich jetzt auch noch fleißig werfen werde. Auf die Sau. Ich glaube sogar der Ziegenbock, der greift mich an, wenn ich den dazu kommen lasse. Übrigens. Schön, dass er jedes Mal dasselbe droppt übrigens. Ich glaube, die Minen hebe ich mir aber auf, weil es kommt ja nochmal so ein großes Mods hier. Ja! Okay. Er springt wieder. Alter. Oh jetzt! Wie bist du so scheiße? Oh nein, das könnte wieder ins Auge gehen. Penner. Das ist übrigens die gute Stelle, um dieses Achievement zu machen, von wegen, dass man, dass Gegner sich gegenseitig töten. Der Kelch. Das ist die beste Stelle dafür. Habe ich damals gemacht, das Achievement hier. Man muss eigentlich die ganze Zeit nur die Gegner, also man muss immer so ungefähr, also man kann auch danach laden, ne? So habe ich es gemacht. Ich habe das dann nicht gelassen in Spielstand. Man muss ungefähr so berechnen, wie viele Schüsse ein Gegner braucht, um zu sterben. Das kann man natürlich ganz einfach feststellen, indem man diesen komischen kleinen Spinnern da die ganze Zeit so lange in den Kopf schießt, bis sie tot umfallen. Und den einen Schuss lässt man dann weg. Und dann wartet man einfach nur, bis der Typ diese Rundumattacke macht.
lockt am besten die Viecher noch dahin, macht sich vorher ganz viel Heilung, dass man da überlebt und sich jedes Mal heilen kann danach. Ja, und so haut er die dann kaputt. Ich glaube, 15 braucht man insgesamt. Es dauert halt ein bisschen, aber ich glaube, auch über den Tod hinaus wird es ja gewertet. Also wenn man stirbt, macht man einfach Continue und macht es dann nochmal. Also nur so ein Tipp für alle, die Achievements hunten wollen, so wie ich damals. Ja, das ist die beste Stelle dafür. Weil er haut die ganze Zeit und Respawn, also die Respawns von den Viechern sind unendlich von den kleinen Typen. Deswegen kann man das da sehr, sehr gut machen. Ein Glück, dass du kommst. Mir war gerade langweilig. Oh, oh. Oh nein, die Magazingröße habe ich ja schon. Schön. Ach, hätte ich die Schrot lieber nicht. Egal. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Ja, ja. Hätte ich jemand lieber nicht aufgerüstet. Wackelt mein Ziel. Das ist so ein Schwachsinn. Das Ding wackelt eh kaum, finde ich, das Scharfschützengewehr. Na, egal. Danke für deine Treue. Jaha. Aber warte mal, ich will mal gucken, ob das Vieh jetzt schon da ist. Ja, das am, beim Haus von Lucia, ihr wisst schon, ne? Weißt du Bescheid, ne? Aber die sind, glaube ich... Sind die jetzt schon da oder später erst nach Morrow? Keine Ahnung. Übrigens ist mein Pacing ganz cool. Ich habe bis jetzt jeden Part irgendwie ein paar Bosse drin gehabt. Die kommt später. Den Part werde ich nicht mehr zu Morrow schaffen, zum Bosskampf. Deswegen kann man den schon mal fürs nächste Mal verbuchen. Ne? Ich finde es ganz gut. Wie gesagt, es gibt ja auch immer noch ein paar Geheimnisse zu entdecken. Ne, warte, ich muss ja hier. Oder hier lang gehen. Oh ne, Quatsch, gar nicht. Ich habe ja noch einen Dietrich. Ja. Hol ich mir noch die Schublade hier. Die ist nämlich auch noch verschlossen. So. Ich glaube, da ist jetzt so wirklich nur Heilung oder war wieder Schrot? Ne, doch wieder Schrot. 7. Sehr gut. Ich überlege übrigens schon, wenn ich die Magnum bekomme, ob ich dann nicht auf die Handcannon switche, auf die PZ Handcannon. Brauche ich nämlich auch das Snipergewehr nicht mehr, weil die ist so gut. Und, naja, gut, da habe ich die Magnum mit Magnum-Munition, ne? Ne, komm, lassen wir's. Ich will halt die Sonderwaffen nicht allzu sehr benutzen. Ich könnte auch mit dem Lichtschwert rumrennen, aber das ist dann... Das Lichtschwert finde ich gar nicht mal so stark. Irgendwo. Hi. Ah, so ein ekelhafter. Ey, kannst du mal aufhören? Du Sau. Wow, ein Schuss. Ach komm. Die Schrotflinte so stark? Krank. Ja, der hat nur den Text, dass da unten was wartet hier, was Schönes. Hier drin mit dem eisernen Schlüssel von Dimitrescu. Nämlich der Granatwerfer. Ah, noch mehr Explosivgeschosse, noch ein Dietrich. War hier überhaupt noch was? Das ganze Dorf ist jetzt schon sauber, ne? Jetzt ist noch was, da komme ich aber erst später hin. Was? Ich habe schon die ganzen Sachen aus dem Dorf geholt. Ja. Mal Minen. Minen braucht man sehr viele, also helfen einem sehr viel weiter später. Ah, das sind ja Gegner. Da bin ich so kopflos. Wusste ich gar nicht, dass hier noch Gegner rumrennen.
Schlitz, Schlitz, Schlatz. Die ekelhaften Eier überall. Leberkake. Mit seinem Stummel da noch überall zurechtkommt, der Stummelhand. Finde ich krass. Oh. Das ist richtig krass, da braucht man nur ein paar Schüsse. Da braucht man wieder richtig viel bei den Tieren. Bei allem eigentlich. Das Schwein habe ich ja schon geholt, das super Wildfleisch. Also, wah. Ja. War das super Schwein bei Lucia, falls ihr euch erinnert. Und hier jetzt irgendwo ist ja auch der Mann von Lucia. Habt ihr mir ganz am Anfang mal geschrieben? Ich weiß es halt gar nicht mehr. Aber wir werden ihn bestimmt finden. Hier war nichts mehr. Hier ist ein bisschen kompliziert mit den Items. Ich vergesse da jedes Mal was, obwohl ich immer sehr ausgiebig gucke. Lacan! Mutter Miranda, ich würde alles, alles für dich tun. Ich nehme mir das mal. Halt! Was machst du mit Mutters geliebten Kind? Sie ist nicht ihr Kind. Hm? Mehr hast du nicht zu sagen? Was meinst du mit ihr geliebtes Kind? Mutter will ihr Kind zurück. Verarsch mich nicht. Warte, bitte. Wenn du das nimmst, lachen die anderen über mich. Aber wenn ich mich besser schlage als sie... Wen interessiert's? Warte, noch ein bisschen, bitte. Das ist so lustig. Du bist dumm. Du redest zu viel. Das war's. Der Eingang ist dicht. Was soll das? Das ist mein Revier. Und ich lass dich nicht gehen. Ja, denkst du, Moro. Psycho. Was er für perfekt manikürte Fingernägel hat, das macht mich ganz wahnsinnig. Geh, wo ich will. Dreckiger kleiner Sieg. Ja, das Problem ist jetzt, ist alles rot hier. Komm aber ich hier raus. Ich glaube, es gibt nicht mehr viele Items. Das war. Ja, das war alles. Und ich glaube, dass in dem Raum ist auch noch was ich nehmen kann. Also da außen, wenn ich da außen lang laufe, das zählt gar nicht. Also außen lag nichts mehr, meine ich damit. Das zählt schon, aber ne, natürlich. Kümmert ihr nicht mal groß, dass ich ihn angeschossen habe, der Penner. Hey!
Das Schwein, wie viele Schüsse verträgst du denn bitte? Tolles. Ah. Oh, das war der Arsch. Dass die verhindern kommen in der Zeit. Dumm. Eindeutig dumm, ja. Kackviecher. Bin ich noch was? Ja, hier muss auf jeden Fall noch was sein, irgendwo. Ich glaube, es war irgendwo eine Pflanze oder sowas. Hier unten drin noch. Da war sie. Okay, ich habe alles. Ich wusste genau, es ist ein Heilkraut, aber ich wusste nicht mehr genau, wo. So. Mal weiter. Warte mal, habe ich hier Sachen. Ich kann eine neue Rohrbombe basteln. Noch eine Mine. Zwei Minen sogar. Feldgeschosse. Na, sind unnötig. Leider unnötig, die Dinger. Upsi. Umhaut, ey. Und das können wir uns auch erst später holen. Auch was, das man eigentlich nicht vergessen dürfte. Diesen. War es aber auch schon. Ja, alle Texte zu finden ist auch recht schwierig, finde ich übrigens. Ganzen Spiel, alle Texte bei einem Durchlauf, glaube ich, war es. Oder in einem Durchlauf. Echt hart. Was war das? Jo, das wird spaßig. Oh Leute, wenn ich das Bootsfahren sehe, ich freue mich so sehr auf das Remake von Resident Evil 4. Es wird der Hammer. Ich weiß es jetzt schon. Obwohl ich erst dachte, ich brauche das nicht. Er hat schon gedacht, man braucht ein Remake, oder? Auch wenn es ein bisschen älter ist und... Weiß ich nicht, wenn man jetzt irgendwie selber noch jung ist und dann irgendwelche Spiele nicht gespielt hat. Natürlich denkt man sich dann so, ach pff. Aber wenn man es dann selber sieht, das erste Mal quasi, ohne dass man das Original kennt. Der Hammer. Aber sind die Fischis. Oh. Was hält er denn aus?
Meine Güte. Welche schöne Welt hier. Ich hab die Wasserplätscher gesehen. Verdammt. Bei einem Schuss sterben sie direkt, ne? Aber irgendwo. Das da. So. Jetzt wird's wieder spaßig. Was ist das denn? Eine Forschungsstation? Was läuft hier für ein kranker Scheiß? Runter von mir! Halt still, verdammt! Ethan, hätte nicht gedacht, dass du es so weit schaffst. Wäre doch schade, wenn dir jetzt was zustieße. Ach ja? So schade wie bei mir? Na los doch, bring's zu Ende! Hey Boss, die Bewegungssensoren schlagen Alarm. Wir sollten weiter. Die Sensoren? Wo genau? Unbekannt. Schätze mal, wir waren zu lange hier und Miranda weiß es. Hey, sagtest du Miranda? Was wisst ihr noch? Vergiss es, Ethan, das ist eine Nummer zu groß für dich. Was hat die Probe ergeben? Ist definitiv mit dem Pilz verwandt. Du hältst dich aus der Sache raus. Welche Sache? Ach, schau! Würden Sie einfach mal kurz ein bisschen Exposition machen und ihm sagen, was los ist? Dann wird er vielleicht auch aufhören. Oder wird vielleicht... Naja. Shit! Bleib weg! Der Ausgang ist geflutet. Keine Chance. Ich habe keine Zeit für dich. Zu spät. Miranda bereitet die Zeremonie bereits vor. Hat sie dich geschickt, um mich aufzuhalten? Dass ich nicht lache. Sag das nicht. Das ist unfair. Ich gehöre an ihre Seite, nicht du. Was laberst du? Was ist los mit dir, Mann? Ich kann es nicht mehr halten. Oh Gott. Mutter. Warum? Warum? Ah. Der Ekelhafte. Der Third sah das voll komisch aus, als würde er so, weiß nicht, in der Animation einfrieren, dann so rüberwackeln. Verdammt, was jetzt? Ja. Geflutet, hat er gesagt. So Leute, machen wir erstmal Schluss hier. Das war's für den Part. Ich danke euch wie immer sehr fürs Zusehen, fürs Liken, fürs Kommentieren und nächstes Mal geht's dann Moros an den Kragen. Samoro. Ja, danke schön. Bis dann. Tschüss.